Da bin ich schon wieder. Es geht weiter. Wollte noch mal schnell anhalten. Also, eine Dattelpalme. Es gibt auch Pflanzen hier. Und da muss ich nur schnell gucken. Dattelpalme. Was möchten Sie denn für eine Temperatur? Das wird hoffentlich passen. 25 bis 60. Dann schauen wir mal. Was haben wir denn nochmal für Boden? Bis 60. Einfach nur eine Erde. Das passt ja eigentlich. Ja. Darum sage ich ja. Die sind hier heimisch. Man könnte auch noch einen Gärtner einstellen. Und dann kann er die begießen und so. Aber das können wir jetzt eigentlich lassen. Das wird in den nächsten Parts wichtiger. Obwohl ich ihn nie gebraucht. Nie. Die Zufriedenheit müsste jetzt eigentlich so passen. Und wir lassen das jetzt einmal einfach abspeeden. Und dann schauen wir mal, was dann so passiert. Jetzt kommen die ersten Gäste. Und unsere Missionsziele ist, dass wir... Jetzt passt eigentlich alles. Wir müssen 10 Besucher bei Laune halten. Und sonst haben wir eigentlich alles. Und das wird eigentlich relativ schnell passieren. Das wäre ein kurzer Part. Hätte ich vielleicht noch reingekriegt. Aber dann können wir uns ja noch ein bisschen über den Park ein bisschen amüsieren. Die wollen noch ein bisschen was. Ich habe es mir schon gedacht. Wir brauchen Mineralien. Komm, das mal schaffen wir noch. Na, da. Hier. Und da, bitte sehr. Ja. Wir haben alles. Und das reicht, wenn wir nur diese Station haben. Ob sie jetzt funktioniert oder nicht, ist ja scheißegal. Komm, du verrottest. Jo. Weg damit. Okay. Ja, schaut so langsam ganz gut aus. Dauert ein bisschen. Kommt. Die Tiere wollen auch noch was. Hindernis und diese komischen Hügel gefallen mir nicht. Ja, das ist halt das. Ich wollte euch einfach in die Ecke stellen. Hindernis springen. Ja, ich dachte mir schon, das ist zu wenig. Für die Tiere. Vielleicht wollen sie auch noch klettern. Mir egal. Schaut einfach jetzt schön aus, oder? Und speed up. Mission immer besser. Auch diese schwierige Aufgabe als Entwicklungshelfer hast du vorbildlich erledigt. Das Dorf kann nun einer gesicherten Zukunft entgegenblicken, denn es konnte dank deiner Anstrengungen genug Geld aus den Einnahmen des Parks erwirtschaften, um von nun an auf eigenen Beinen zu stehen. Ja, wir haben es geschafft, ne? Ging jetzt doch ganz schnell. Hätte ich jetzt vielleicht doch nicht bitten müssen, aber... Naja, 3 Minuten waren es doch noch ein bisschen zu viel. Die ganzen Bäume verrotten schon. Überall da, wo es rot ist, da können wir nichts machen. Also wir hätten hier noch sehr viel Fläche. Also wir könnten das hier alles noch bebauen. Uns reicht einfach das hier. Die Tiere sind soweit zufrieden. Die Leute... geht es eigentlich auch recht gut. Alles 100%, außer die Pflanzen, komischerweise. Welche Pflanze? Naja, macht sich jetzt gerade ins Höschen. Tierpfleger. Frage. Der ist für da hier zuständig. Was soll denn das? Ja, die ganze Kacke. Ja, riecht's schon. Soll ich mithelfen? Ja, es stinkt. Komm, ich bin ja da viel schneller. Komm, die Scheiße hörst du selber. Jeden Mist verkaufen. Okay, das sind jetzt diese Zebras. Die schauen so aus. Wenn wir uns ein bisschen angucken. Wenn wir es jetzt vielleicht immer tun können. Da ich ja so ein bisschen schneller fertig war. Dann dauert es nicht so lange, diesen Part hochzuladen. Und dann hier unsere Straußvögel. Ich habe jetzt die männlichen mit den weiblichen zusammengetan. So einfach geht's. Da oben sieht man, wie die Leute den Turm
raufspazieren und sich das alles angucken. Und jetzt die Pflanzen hier. Der Boden ist wirklich trocken. Also komm jetzt. Und der freut sich. Oder die, die freut sich. Der Safari-Tour. Da sitzen jetzt welche drin und warten, bis der Wagen irgendwann mal losfährt. Aber der Wagen wird niemals losfahren. Nie. Nie. Genau. Wird nie losfahren. Und die koten sich auch schon langsam ein. Die können, ja, können wir jetzt einmal einstellen, die Produktion. Und Fleisch auch. Mal Geldverschwendung für Tiere, die es nicht notwendig haben. Und dann haben wir jetzt halt hier die Geparden. Die Musik wird weniger, wenn man ranzoomt. Also nicht wundern, wenn die Musik jetzt plötzlich weg ist. Wir können da schön fahren und gucken. So mal eine Großaufnahme, wenn jemand mal ein Gepard sehen möchte. Hier haben wir eins. Und wir wechseln nochmal zu den Bongos. Was auch immer ein Bongo ist, so sieht ein Bongo aus. Nein, das nicht. Aber das hier. Nun sind die scheu. Komm. Selbst ein Stein, das ist ein Hindernis, wenn wir in dieser Perspektive arbeiten. So sieht es aus, das Ding. Jetzt haben wir doch noch 6 Minuten voll gekriegt. Und ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Tut mir leid, dass ich im ersten Part so viel gehustet habe und sonst. Aber ich wollte jetzt die Aufnahme auch nicht abbrechen. Und mein Gott, ist menschlich, oder? Alles ist menschlich. Aber es hat mir wieder riesen Spaß gemacht. Das war jetzt die Mission Nummer 10. Und ja, nächstes Mal geht's in die nächste Runde. Die nächste Hälfte. Und das wird ja doch jetzt halt schmackhaft, die nächste Mission. Es ist noch immer noch nicht die schwere Mission, die ich gemeint habe, aber sie kommt noch früh genug. Auf die freue ich mich nicht, Kinders. Nein, nein. Schön. Ja, der Zug gefällt mir echt wirklich gut. Und ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Und ich bin's wieder, euer Chronicles of Games. Und adios, amigos. Bye, bye.